Ja, gut und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilien Insight. Heute aus dem Darmstädter Johannesviertel aus der Kneipe 41. Ja, und mit mir hier am Tisch Tobi Kempe. Hi, grüß dich. Hi, grüß dich. Na, wie geht's? Gut, kann ich klagen. Dankeschön. Ja? Und selbst? Alles gut? Dankeschön, mir geht's auch gut. Ja, für dich läuft's im Moment super. Stell dir einfach mal die These auf. Ich hoffe, du stimmst mir zu. Ist das vielleicht gerade insgesamt, ne, nachdem du in der Hinrunde eine Zeit lang raus warst, ist das eigentlich der beste Tobi Kempe, den wir im Moment sehen, den es jemals gab? Schwierig, ja. Würde ich nicht mal sagen, aber ich bin einfach froh, dass ich auch zurzeit wieder auf dem Platz stehe, auch 90 Minuten und von Anfang an dabei bin und auch meine Leistung zeigen kann, auch was ich kann und mit Toren und Assists vorbereiten. Das macht mich glücklich einfach, dass ich da mich auch wieder zurückgekämpft habe und ich bin gerade einfach glücklich, dass wir auf dem Platz stehen zusammen und auch die Spiele gewinnen. Ja, zwei Siege in Folge jetzt, mega wichtig, 8 Punkte auf Karlsruhe. Ja, ja, du mit der Ecke zu Hönis Tor, läuft, würde ich sagen. Und ich meine, so eine Phase, glaube ich, kennt auch jeder aus dem Berufsleben. Da muss man noch nicht mal Fußballer sein, dass es mal Phasen gibt, wo es irgendwie nicht so läuft. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Ich denke, die Faust war geballt in der Tasche. Wie hast du es gepackt, da so stark zu bleiben? Ja klar, wie du sagst, hat mal jeder Fußballer auch so eine Phase, wo es, sag ich mal, auch nicht läuft hundertprozentig. Ja, mein Ding ist einfach, ich habe halt riesen Ehrgeiz gehabt, ne? Und ich habe auch immer gesagt, Qualität ist auf jeden Fall da, die setze ich immer durch, weil ich genau weiß, was ich kann, was ich von mir halte. Und natürlich war das zu der Zeit so, dass vielleicht ein paar Prozent gefehlt haben bei mir selber. Als Spieler selber sagt man ja immer, schätzt man sich ja auch immer eigentlich immer so ein, ja, ich bin noch 100%, muss ich auf dem Platz stehen, ich muss das, ich muss dies. Vielleicht hat es da irgendwo was gefehlt, keine Ahnung, kann sein, aber ich habe dann dadurch auch weiter an mir gearbeitet. Also ich habe auf dem Platz weiter Gas gegeben, ich habe immer 100% gegeben, weil ich auch genau wusste, dass irgendwann meine Zeit auch wieder kommen wird. Und gerade auch für die Mannschaft einfach auch da zu sein als erfahrener Spieler, jetzt nicht hier so rumzulaufen, als hätte ich keinen Bock oder hätte keinen Ehrgeiz mehr und so weiter und lass mich jetzt hängen. Das war nämlich genau andersrum. Ich habe einfach immer weiter Gas gegeben, habe jedes Training reingehauen, habe extra Schichten gemacht. Und ich glaube, das wird auch einfach als Fußballer auch irgendwann wieder belohnt. Und das ist dann auch wieder zurückgekommen. Ich habe mich wieder zurück in die Startaufstellung gekämpft. Und mein Tipp ist einfach immer nie aufgeben, immer weitermachen, immer Vollgas geben. Die Zeit wird kommen und man muss nur hart arbeiten. Ja, ich denke, das kann jeder Arbeitnehmer oder so jeder für sein Leben mitnehmen. Das ist ein guter Tipp. Eben vielleicht erstmal was runterschlucken und umso härter arbeiten. Das wird sich auszahlen. Ich würde gerne auf den Moment kommen auf St. Pauli. Mhm. Da bist du reingekommen, Eckball, Viktor macht das Tor. Mhm. Was war das für ein Moment? Ich glaube, der hat dir viel bedeutet, weil auch die Fans, glaube ich, sichtlich zufrieden waren, dass du wieder da bist und jeder hat es dir gegönnt. Ja, das war für mich Gänsehaut, muss ich ehrlich sagen. Also als ich reingekommen bin, habe ich schon die ganzen mitgereisten Fans gehört, wie sie meinen Namen geschrien haben und sich richtig gefreut haben, dass ich auf dem Platz stehe. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, auch in dem Spiel, einfach 100% zu geben. Und ja, das war natürlich perfekt, dass dann mit dem Eckball, dass ein 1-0-Sieg da kam. Ich kam rein, wir haben das Spiel gewonnen. War ein sehr, sehr schöner Moment und emotional auch. Auch gerade nach dem Spiel bin ich auch nochmal zu den Fans gegangen, haben mich gefeiert, was ich einfach überragend finde. Und das habe ich auch schon oft gesagt, dass ich die Fans hier in Darmstadt sehr, sehr wertschätze und für die auch mein letztes Hemd geben würde. Und das hat einfach gezeigt, wie es auch zwischen Fans und Mannschaft auch ist. Das siehst du ja auch jede Woche zu Hause, wie die hinter uns stehen, auch jetzt wieder am Wochenende. Ist überragend und war ein sehr, sehr schöner Moment für mich. Ich weiß, dass auch gerade viele Kinder Fans von dir sind, weil die so gerne so tolle Eckbälle und Freistöße schießen würden wie du. Hast du da eigentlich ein Vorbild? David Beckham oder Cristiano? Zinedine Zidane war immer mein Vorbild. Also den habe ich so gerne zugeschaut früher und
ist ein überragender Fußballer. Klar, es gibt so viele gute Spieler oder so viele ehemalige gute Spieler, die nicht mehr spielen, wie Ronaldinho. Den habe ich mal live im Weserstadion gesehen, wo ich noch im Internat gewohnt habe. Den im Training zuzuschauen, ja, das war einfach, das ist Fußball pur. Und das war echt schön, das anzusehen. Und wie gesagt, es gibt große Namen. Aber Zinedine Zidane kann ich so ein bisschen rausstechen, weil das eigentlich immer so mein Vorbild war. Wo fühlst du dich eigentlich am wohlsten? 10, 8, 6? Außen oder Hauptsache Profi? Du, ich kann das gar nicht sagen, weil ich bin gefühlt wo überall, auf jeder Position mal. Ich habe natürlich schon mal gesagt, dass ich so mich sehr im Zentrum sehe. Ich habe aber auch viel außen gespielt und ich kann das mittlerweile einfach gar nicht mehr sagen, weil egal wo ich spiele oder wo der Trainer mich braucht, bin ich da. Und dass ich das alles bekleiden kann, ist, glaube ich, auch ein Vorteil. Klar sagt man auch so, als Spieler willst du mal deine Position haben. Aber bei mir ist es halt so schon über viele Jahre, dass ich halt viele Positionen auch spielen kann. Und von daher sage ich da jetzt gar nicht mehr so, dass ich irgendwie eine Lieblingsposition habe, sondern einfach ja, die Position, die gerade für mich, aber auch fürs Spiel, sage ich mal, auch für den Gegner eingestellt ist, auch ausführe. Und das ist halt auch wichtig. Wagen wir einen kleinen Ausblick. Am Wochenende geht es nach Nürnberg. Mhm. Auch eine Station von dir. Mhm. Aus der Ferne betrachtet natürlich nur. Wie nimmst du die Entwicklung da wahr? Also eigentlich, meine Meinung ist, ey, die sind viel zu schlecht, ihre Position ist viel zu schlecht für die Mannschaft, die haben. Auf jeden Fall. Ja, der Club hat schon immer eine große, ja, wie soll ich sagen, Anforderung an die Spieler. Ne? Und dementsprechend ist auch der Kader, sie haben einen super Kader und ich glaube, der Tabellenplatz lügt gerade auch ein bisschen. Mhm. Klar, es ist Realität, aber das ist nicht so, was der Kader widerspiegelt, weil der Kader ist sehr gut aufgestellt. Ist eine sehr gute Mannschaft, die auf jeden Fall auch unter den Top 3 sein könnte. Aber die zweite Liga ist halt ja, schwierig, sage ich mal so. Ne? Also da tun sich auch gerade wie mit Hannover, tut sich auch sehr schwierig, obwohl das ein herausragender Kader ist in der zweiten Liga. Aber die zweite Liga ist schon sehr ja, umstritten, sage ich mal auch. Und jeder kann jeden schlagen. Ne? Und das ist auch so, was die Liga, glaube ich, auch so interessant macht. Ne? Ja. Eigentlich so eine Phrase, aber irgendwie stimmt. Genau. Ja. Jeder kann jeden schlagen, ist einfach so. Ja. Ob es jetzt die großen Teams wie HSV sind oder Stuttgart, die sind auch alle zu schlagen. Und von daher, aber nochmal zu Nürnberg. Wie gesagt, ist ein großer Verein. Man hat eine gute Geschichte auch in der Vergangenheit mit der Bundesliga und so weiter. Ja, und von daher ist es schon ein starker Kader eigentlich. Ja, haben wir einen guten Kapitän. Hanno Behrens, alter Bekannter. Wie weit habt ihr noch Kontakt? Ja, eher weniger so, also nicht wöchentlich, aber man hört sich mal ab und zu, klar. Ist, wenn man sich jetzt auch wieder sieht am Wochenende, redet man natürlich auch miteinander, auch nach dem Spiel. Tauscht mal ein paar Themen aus, ne? Ja. Und ja, so habt ist der Stand der Dinge. Einiges zusammen erlebt. Ja, stimmt. Ja, und ja, wie siehst du das? Also es werden, glaube ich, weil Nürnberg ist nicht weit weg, viele Darmstadt-Fans mitkommen, aber eben gegen die, ich glaube, bestimmt dann über 30.000 müssen wir erstmal bestehen. Ja. Ja, was glaubst du? Was wird das für ein Spiel? Ja, ein sehr intensives Spiel auf jeden Fall. Ist klar, also Nürnberg spielt zu Hause, wird natürlich versuchen, von Anfang an direkt so Druck zu machen, das Hemd an sich zu reißen. Aber ich glaube auch, so in Dresden hat es gezeigt, wie wir auch auswärts uns präsentieren können. Sehr mutig gespielt, ja, früh draufgegangen, früh da Druck setzen. Und ich glaube auch, ja, das werden wir auch so machen, dass wir da auch keine Angst haben. Ne? Also wir fahren dahin, wir wollen 3 Punkte holen. Das ist unser Ziel, wie jedes Auswärtsspiel oder jedes Heimspiel. Und na, wird ein sehr intensives Spiel, wie jedes Spiel in der zweiten Liga. Von daher gehe ich davon aus, ja, es wird ein sehr enges Spiel werden. Vielleicht vom Auswärtsspiel noch einmal kurz zu unserer Bölle. Neue Gegengrade. Mhm. Jetzt schon 2 Heimspiele mit ihr absolviert. Wie gefällt sie dir? Du kennst ja noch alles, wie es vorher war. Eine sehr schöne Tribüne, muss ich sagen. Auch mit den Fans jetzt oben, mit den Sitzplätzen. Die Stimmung, die greift über auf den Platz auf jeden Fall. Auch ja, auf jeden Fall. Ja. Auch wenn wir dann auch nach dem Tor oder wenn sie uns wieder weiter nach vorne pushen wollen. Die Seite, die ist sehr aktiv. Mhm. Freut mich auch sehr, dass es ja, dass sie so entstanden ist. Sieht super aus und ist auch nochmal so als Spieler unten noch mehr ein bisschen Motivation, weil du dahinter auch noch ein paar mehr Fans hast, die da jetzt auch jederzeit von den unteren Rängen, wo die stehen, das ist schon überragend. Also da merkst du das auch, weil es auch sehr nah dran ist. Ja, pusht es einen schon auf jeden Fall. Ja, kann ich bestätigen. Ja. Deine Aufstellung ist auch mega. Also was ein Roar, wirklich. Kommt was Gutes rüber, ne? Richtig, richtig ja, gut, ja. Frage, wie sieht's aus? Bleibst du über Sommer hinaus?
Ja, dass ich möchte, ist kein großes Geheimnis. Ich bin lange in Darmstadt, ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt. Bin sehr gerne hier, arbeite sehr gerne mit der Mannschaft zusammen und mit dem Trainerteam. Von daher, ja, steht dir nichts im Wege. Wir sind in guten Gesprächen auf jeden Fall. Und kann aber leider noch nichts bekannt geben. Also wenn du willst, können wir direkt mal klar machen. Ja, schreib mal ein paar Zahlen drauf. Ja, genau. Ich leg noch was drauf. Ja. Nee, also dann würde ich aber, habe ich zwar keinen Bierdeckel, aber was noch viel Besseres für dich, die Lilien Inside-Tasse, ja, schenke ich dir für, ja, herzlichen Dank für unser Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Mich persönlich würde es sehr freuen, wenn du weiter bei uns bleibst, so viel mit dem Verein erlebt und umgekehrt auch so viel zu verdanken. Ja. Und aber allerwichtigste Gesundheit, glaube ich. Dankeschön. Ich dir. Vielen Dank. Also, danke dir. Alles klar. Mach's gut. Danke. Ja, das war's auch schon wieder für heute mit Lilien Inside. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns in Nürnberg und entführen da hoffentlich mindestens einen Punkt, wenn nicht drei. Ich würde sagen, wir geben da alles auf den Rängen und genau, wir sehen uns dort im Gästeblog. Bis dahin, gute und ciao, euer Colin.